Jetzt weißt du, worum es geht, mehr oder weniger. Wir haben gedacht, es gibt in drei Teile diese Präsentation. Das erste ist einfach, wollen wir kurz ein bisschen erklären, also der Dominik und ich, warum wir das überhaupt machen oder machen wollen. Genau. Das zweite wäre halt ein bisschen eine Erklärung des ganzen Projekts, was wir machen werden. Und dann drittens werden wir einfach mit Google Earth mal die Route überfliegen, die wir planen. Die zwei Routen, also eines Jahr auf dem Meer, die andere sind im Bergen. Ja, und dann werden wir einfach gemischt fahren. Oder? Machen wir es so. Und dann halt für die erste Teil, also ich werde auch nicht bitten, dass du das machst. Ja. Gut, ja, ich stelle mich vielleicht kurz vor. Mein Name ist Dominik Lapka. Ich habe Psychologie studiert und ich habe ein ausgefallenes Hobby, das ich jetzt weniger das aufgrund von Kindern nicht so gut zum Ausüben geht momentan, aber das ist Survival-Reisen. Also ich mag gerne Survival-Reisen, habe einen Freund, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe und wir haben begonnen so mit Zelt und dann immer weniger. Was macht der Freund? Der ist mal auf Cobra. Genau, und wir haben dann immer ein Ausrüstungsteil dann weggelassen. Zuerst war das Zelt weg, dann der Schlafsack und so weiter, dass wir dann mit einem kleinen Rucksack dann in die Rieden ist, mal in Norwegen, mal in Kanada unterwegs waren. Und ich kann mich noch erinnern, also ich kann mich nicht erinnern, wie ich den Father George kennengelernt habe, aber ich kann mich erinnern, wie er mir gesagt hat, dass er aus Kanada ist. Und dann haben die Augen zum Strahlen begonnen und ich kann mich erinnern, eben, dass es. Ich sehr begeistert war, weil Kanada einfach das Land ist, wo es genug Wildnis gibt, wo es Bären gibt, wo eben so viele interessante Dinge zum Anschauen gibt und einfach Abenteuer zum Erleben. Und wie ich die Reise mit meinem Freund gemacht habe, eben da mitten in die Wildnis irgendwo und kalt war es und wir haben nur einen Müsli-Riegel am Tag zum Essen gehabt und mit kaltem Wasser waschen und dann den richtigen Weg finden und Feuer machen irgendwie. Haben uns dann oft Leute gefragt, ja, warum machen wir das? Also, wieso nehmen wir uns Urlaub und dann fahren wir irgendwo hin, wo es quasi nur was Käse gibt und was haben wir, sehen nichts und haben nichts davon. Und sicher war es irgendwie cool und so ein bisschen an die Grenzen gehen, Limits austesten und einfach so ein cooles, ein bisschen so ein Cowboy-Feeling am Lagerfeuer zu sitzen dann. Und, ja, das ist einfach ein cooles Feeling. Aber was es auch war, es war eben so ein bewusstes Raustreten aus der Komfortzone. Das, was der Father George halt in einem Predigt auch gesagt hat. Also wirklich so ein Akt setzen und irgendwo hinfahren, wo ich weiß, das wird mir vielleicht Mist geben. Aber ich weiß, dass dieses Raustreten aus der Komfortzone mir auch eine Entwicklungsmöglichkeit bietet. Also einfach ein Potenzial, wo ich wachsen kann. Und das ist nämlich ganz faszinierend bei Menschen. Menschen sind eigentlich Wunder der Anpassungsfähigkeit. Also wir können uns anpassen an alle möglichen Umstände. Wir brauchen nur sich anschauen, Abenteurer oder irgendwelche Leute, die Unglaubliches erlebt haben und überlebt haben, woran sich der Mensch alles anpassen kann. Aber gleichzeitig ist der Mensch auch eher tendenziell eher bequem. Also wenn es nicht sein muss, ich kenne das von mir, wenn es nicht sein muss, bin ich eher bequem. Und ich würde jetzt nicht auf mein Frühstücksbrot verzichten oder sonst irgendwas. Aber wenn ich dann in Kanada bin, in der Wildnis, dann ist es natürlich was anderes, aus der Komfortzone ausgetreten. Also das war so diese Grundidee, auch aus der Komfortzone rauszugehen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso gerade Wildnis, wieso gerade Kanada und irgendwo in die Wildnis gehen, wieso gerade dort. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade dieses Raustreten aus der Komfortzone in der Wildnis so das optimale Setting ist, gerade fürs Wachsen oder fürs Entwickeln in drei Bereichen. Das erste ist der Bereich selber, quasi also man kann selber wachsen, und zwar indem, sobald man jetzt in die Wildnis tritt, ändern sich schlagartig die Prioritäten. Also wenn ich jetzt in der Wildnis bin, jetzt kein Dach unter dem Kopf habe, mein Essen besorgen muss, schauen muss, dass ich Wasser kriege, dann wird es plötzlich nicht mehr interessant, was ich jetzt auf Facebook schreibe oder was ich so in den Nachrichten tut oder sonst irgendwas. Also schlagartig von einer Minute auf die andere, wenn man so will, ändern sich die Prioritäten. Und diese andere Sichtweise, diese geänderten Prioritäten erlauben dann eine andere Sichtweise auch. Und das ist etwas, was ich eben so bei den Reisen oft gemerkt habe, eben diese Prioritäten sich ändern und dann auch eine andere Sichtweise ermöglichen. Ein
der mir da immer geholfen hat, war zuerst denken, dann handeln und dann handeln und nicht mehr denken. Und diese Zeit in der Wildnis hat mir immer so eine Zeit des Denkens auch beschert, wo ich dann so Prioritäten neu geordnet habe und dann wusste, okay, wie geht es dann weiter. Und was es mir auch geholfen hat in der Wildnis für mich selber, man lernt genießen. Das heißt, wenn man einen Müsli-Riegel hat am Tag, und ich habe eine Hälfte zum Mittag haben wir die gegessen, wirklich, also es ist kein Größer übrig geblieben, und die zweite Hälfte am Abend dann, dass wir genug Kohlenhydrate dann haben, für genug, aber ein bisschen Kohlenhydrate haben dann, um in der Nacht nicht so zu frieren und ein bisschen gestärkt zu sein. Dann lernt man halt diese Größer wirklich zu schätzen und lang zu kauen und so lang im Mund zu haben. Man freut sich dann, wenn man wieder zurückkommt und man hat den Wasserhahn, wo auch warmes Wasser rauskommt und all diese Kleinigkeiten, und man lernt eigentlich dadurch, dass man es jetzt nicht gehabt hat, mehr zu schätzen und mehr zu genießen. Gut, also das ist der erste Bereich, so dass man selber wachsen kann und viel Potenzial zum Wachsen hat. Der zweite ist, man kann auch wachsen in der Gemeinschaft. Also gerade in der Wildnis ist es ja auch so, darum mache ich auch die Reise mit einem Freund, weil wir nie allein auf uns gestellt sind, also wir sind kein Einzelkämpfer, sondern wir haben uns immer zu zweit oder eben in einer Gruppe. Es kann schnell etwas passieren, und wenn man dann mitten in der Wildnis ist, vielleicht mit einem gebrochenen Bein oder sonst was, ist es allein sehr schwierig. Und so hat man immer jemanden, auf den man vertrauen kann. Und es ist auch dieses Aufeinanderschauen, einander mittragen, etwas ganz Wesentliches, gerade in der Wildnis. Also in anderen Settings vielleicht nicht so sehr, aber da, wo es wirklich ums Leben geht, Überleben auch, da wird es wichtig, die anderen oder meine Nächsten dann mitzutragen. Und man lernt sich gut kennen auch. Also wenn man 24 Stunden am Tag zusammen ist, lernt man natürlich die positiven Seiten kennen, also man lernt den anderen Menschen kennen über Gespräche, aber man lernt auch vielleicht auch die Macken kennen, gerade wenn man wenig zu essen hat und kalt ist, dann lässt halt jeder nicht seine Glanzseiten zum Präsentieren, sondern auch die schlechten Seiten. Und man lernt halt eben auch mit den schlechten Seiten umzugehen, weil man will und man kann auch den anderen nicht allein lassen, also weil man ja selber auch nicht allein gelassen werden will. Also das ist ein ganz besonderes Thema, auch in der Gemeinschaft zu wachsen und als Team oder als Gemeinschaft zu wachsen. Gut, und das Dritte, wo man wachsen kann in der Wildnis, oder was auch meine Erfahrung ist, ist in der Beziehung zu Gott. Gerade wenn man jetzt in der Stille ist, wenn man monotone Bewegungen macht, also wandern geht oder paddeln geht und dann einfach viel Zeit hat, ist es eine gute Möglichkeit auch zu beten und zur Stille zu kommen, zur Ruhe zu kommen und über diese Stille Gott neu zu erfahren. Was man auch in der Wildnis besonders, oder wo ich auch so gespürt habe, so eine Gotteserfahrung, einmal, wenn es etwas sehr Anstrengendes war, und dann zum Beispiel eine kalte Nacht und dann der Sonnenaufgang, um das zu genießen und dann auch ein Gebet zu Gott zu schicken und einfach hier die Natur so zu erleben, also die Schönheit der Natur, auch wieder die Schönheit quasi und was Gott alles erschaffen hat. Und das sind Dinge, die man vielleicht nicht so täglich, alltäglich sieht. Irgendwo in der Wildnis gibt es einen wunderschönen Fleck Erde, den vielleicht nie jemand so gesehen hat, und das ist einfach faszinierend. Es gibt ja die Kathedralen, wo ganz oben, wo nie jemand hinschauen will, alles fein in Stein gemeißelt ist, die kleinsten Details, die man von unten eigentlich gar nicht sieht, und das ist eigentlich nur Gott zur Ehre. Und so genau umgekehrt stelle ich es mir auch manchmal vor, dass Gott manchmal die Schönheit präsentiert, auch wenn es manchmal niemand sieht oder nur eine Person sieht, aber trotzdem ist die schöne Welt da und eben diese Schönheit der Natur. Und was bei dieser Reise jetzt ganz besonders ist, ist auch der Vater George, der mitgibt. Der war bei unserer Reise leider nicht mit dabei. Das heißt, hier hat man auch die Möglichkeit, Sakramente auch. Also in der Wildnis jetzt eine Messe zu feiern oder zu beichten und einfach hier auch die Gottesbeziehung dadurch lebendig zu halten. Das wäre ein besonderes Wachstum ermöglicht. Also das ist auch so diese Idee und der Hintergrund der Reise. Raustreten aus der Komfortzone, Möglichkeit zum Wachsen schaffen und Möglichkeit zum Wachsen in drei Bereichen, für sich selber, für die Gemeinschaft, also in der Gemeinschaft auch und in der Beziehung mit Gott. Das ist so die Grundidee. Danke, Dominik. Ich wollte noch ganz kurz diesen Aspekt Schönheit sehr betonen. Es gibt
einen amerikanischen Bischof, den ich sehr schätze, für seine Evangelisationsarbeit. Wirklich Wahnsinn, was der alles macht und wie professionell das auch so ist. Der Bischof Robert Barron, Word on Fire Ministries. Und er spricht halt immer von der Evangelisation heute, also wir sollen nicht mit dem Guten anfangen, die Moral, also nicht mit dem Wahren, nicht die dogmatische Moral, sondern mit dem Schönen. Es gibt die sogenannten Philosophie in Transzendentalien, das alles Sein ist gut, es ist eins, es ist wahr und es ist schön. Und gerade durch die Schönheit, deswegen finde ich halt gerade so eine Reise auch etwas sehr Lutiles. Natürlich auch die, genau die anderen Aspekte auch. Also eben, wir haben uns lange unterhalten, mehrmals getroffen ist, um das vorzubereiten und zu überlegen, wie wir das machen. Und ja, also diese Frage. Jetzt gehen wir einfach mal durch. Einige Dinge sind jetzt praktisch hart. Genau, also sind also die Reise hat zwei Teile oder hat zwei Teile. Das erste, das war auch ein bisschen so hin und her, wie wir das machen, was wir zuerst machen. In dem Facebook-Event heißt es eigentlich andersrum, also Desolation Sound greifen zuerst, dann Coastmarket, vielleicht später darum, das sind wir umgedreht. Na gut, das werden die zwei Bereiche. Und dann die Tagesaufteilung wäre ungefähr so, das ist jetzt der Plan, das müssen wir nochmal also schauen. Also hier die Stimmung im Raum auch. Ja. Aber theoretisch wäre es so, der Plan ist der 1.7. bis zum 16. beziehungsweise bis zum 17. dann braucht es zwei Tage zurückzukommen. Juli. Erster Tag wäre Ankunft in Vancouver International Airport und dann Transport des Squamish. Das ist, sehen wir gleich, wo das liegt. Und dort werden wir halt in diesem Kloster untergebracht. Von den Dominikanerinnen, hier sieht man eine Ordensschwester da vorne, oben links. Es ist auch ein bisschen eine Diskussion, ist es Canada Day, also es ist unser 4. July. Und es ist so, like, the weekend, aber interessanterweise, heute ist der billigste Flug genau am 1. Juli. Also von Wien aus ist es, von Frankfurt ist es 900, irgendwann 1000 Euro, von Wien aus wäre heute 860 Euro. Also, both ways. Meine Überlegung ist halt vielleicht doch noch einen anderen Bekannten zu fragen, ob nicht mehr die Frage dort übernachten können. Noch die Fireworks am Abend und die Bay zu sehen und so, das wäre natürlich auch ziemlich cool. Aber gut, okay, das ist noch ein bisschen Überlegung, wie genau der Anfang sein wird. Ups, sorry, das habe ich vergessen. Genau, dann zweitens, im zweiten Tag würden wir dann gleich, ich erkläre danach die Route im mit Logging Roads, das ist von einem Forstbetrieb, so weit kommen, wie wir können. Und dann ging halt diese Überquerung vom 3. zum 9.7., das war der erste Teil. 9.7. der Ausruhen in Powell River, die Stadt, und dann vom 10. bis zum 15. ungefähr. Wir haben immer einen Tag Pulver, oder sagen wir nicht Pulver, sondern Puffer, um zu schauen, dass wir wirklich da rechtzeitig ankommen, weil das weiß man nie so richtig in der Wildnis. Von daher, genau, und dann halt dieser Flugzeug. Also das wäre, das war jetzt nochmal so vor. Ja. Dann, das wären ungefähr die Kosten. Ich habe die Flüge angeschaut, kommt an welchen Tag man bucht und so weiter. Das ist zwischen 860 und 1100 Euro ungefähr. Wenn man früh genug noch im Juli bucht, also wenn man jetzt am 14. Juli fliegen würde, dann wäre es echt teuer. Und dann brauchen wir ein One-Way-Ticket auf dem Weg zurück von Powell River zurück nach Vancouver am 16.17. Das wäre auch nochmal 110 Euro. Ist so mein, also der kanadische Dollar liegt so um die 70 Cent ungefähr. Also 110 Euro umgerechnet sind 150 Dollar. Ja. Vancouver Squamish, der Transport am ersten Tag wird 130 Euro. Wenn wir in die Überquerung machen, dann müssen wir gar nichts haben. Gibt es keinen Park, das ist nichts, das ist absolute Wildnis. Da muss man, aber für das Kayaking werden wir, also geplant wäre jetzt wenigstens am Anfang super, ganz gut schauen, ob wir vielleicht doch ein bisschen weiter rausgehen mit den Kayaks. Aber da 5 Euro pro Person pro Nacht müsste man für die Campinggrounds zahlen. Also für das Backwood Camping, also das wäre nochmal 20 Euro. Genau, also nicht die Welt, glaube ich. Und dann. Meine Eltern haben zwar angeboten, das Kloster in Vancouver zu zahlen, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss, wie 40 Euro. Also
sagen Sie, Sie hat eh schon die Schwester Hunde gehandelt ein bisschen. Genau, das heißt, eigentlich sind die Kosten ziemlich gering. Also jetzt haben wir noch Essen, aber Essen für die erste Woche kriegen wir auch gespendet. Wow. Und dann werden auch die, vielleicht die zweite Woche auch noch, das wissen wir, aber es wird auch nicht die Welt sein. Das heißt, unsere Kosten sind ziemlich, also für eine Kanada-Reise ziemlich gut, das finde ich. Ja. Also gut, also wichtig ist halt noch, man braucht wirklich Travel Insurance, weiß nicht wie mit Versicherung und so, das wäre wichtig. Und dann auf dem Weg hin für den Fall der Fälle, Steigeisenplatte gut und Kleidung für Berg und Meer. Und dann selbst, das müssen wir noch sehen, wer jetzt konkret mitkommen würde, dass wir zwei bzw. drei Zelte machen. Eins Zelt ist nicht eine gute Idee. Wer kommt, ist gut und zwei Zelte. Er hat ja Hunger. Jetzt hier machen, aber jetzt kurz mal Bilder. Also das ist die Route. Hier ist Vancouver, hier kommt man an. Jetzt fahren wir mit dem Auto hoch nach Squamish, hier ist das Kloster. Und dann geht es hier mit, das ist keine echte Straße, aber das sind Logging Trails. Kommt man ungefähr so weit. Und dann ist nichts mehr. Und dann hier, also hier ist die eigentliche, wirkliche, die erste, ist der erste Pass. Und hier müssen wir, oder Pass, die erste Überquerung über die Berge. Dann geht man hier runter, das hier ist Meer, also das ist Meer. Das ist, der Berg hier ist 2500, man geht runter auf 0, also 2500 Höhenmeter. Und dann geht man hier rüber auf der anderen Seite, hier gibt es wieder einen kleinen Pass. Und hier ist Bushwhacking angesagt und das ist in der Wildnis ungefähr das Unangenehmste, was es überhaupt gibt. Weil die Wälder sind halt nicht wie hier, nicht? Die sind nicht bewirtschaftet, wo ich mal schön durchlaufen kann und so, sondern da steht, ich zeige euch mal nachher ein kleines Video, ein Beispiel, da ist einfach, also da braucht man wirklich lange vorwärts zu kommen, das ist anstrengend. Gott sei Dank gibt es nicht wahnsinnig viel von dem, weil es gibt hier, um dieses Jervis Inlet heißt es, ungefähr 80 Kilometer hier, diese Distanz. Dieses Inlet ganz hier am Ende, da gibt es ein verlassenes Indianerreservat, also da leben keine Indianer mehr. Und dort gibt es auch Logging Trails, aber die sind seit 50 Jahren nicht mehr benutzt und überhaupt war wahrscheinlich fast niemand dort in den letzten 50 Jahren. Also, aber Gott sei Dank gibt es noch diese Straßen. Also man kann sich halt noch einigermaßen diese Logging Trails, diese Forstwirtschaftssachen, kann man noch gut nutzen. Also es ist nicht so viel Bushwhacking, das wir machen müssen, Gott sei Dank. Ups, was? Okay. Dann geht es hier weiter. Hier runter, hier, wenn nochmal passt, hier ist nochmal ein schöner Berg. Das müssen wir dann schauen, wie wir sind mit der Zeit auch. Also diese Überquerung, wir nehmen uns eine Woche Zeit. Wenn wir Zeit haben, hier gibt es noch ein toller Berg, wo man hinaufgehen könnte. Ich zeige euch das, wenn wir den Überflug machen. Hier gibt es ein paar Bergseen, die ganz oben sind an den Graten lang, wo wir auch noch ein paar Tage bleiben können. Aber kommt darauf an, wie wir sind mit der Zeit. Und dann würden uns hier wieder, das ist übrigens auch noch, wir bekommen gespendet, hier die Four-Wheel Drive, die uns hier hinauffahren. Das ist gespendet und auf der anderen Seite auch, also nach Paul River runter, das sind auch alles Forstbetriebsstraßen. Die würden uns auf diese Strecke zahlen. Also das ist echt ein Geschenk. Genau. Und dann, also das ist die Route. Hier ist Paul River, die schönste. Nein, nicht die schönste Stadt. Muss man sagen, es ist nicht die schönste Stadt. Aber es ist eine tolle Stadt. Gemäß Guinness World Book Records hat es letztes Jahr die Stadt mit der reinsten Luft der Welt. Immerhin. Gut, und dann nachher geht es hier hoch. Hier, das ist diese sogenannte Desolation Sound. Das ist so ein Paradies für Segel, Boote und so. Ich würde, wenn wir es schaffen, würde ich am liebsten noch hier hinaufgehen. Also mit dem Boot, aber das müssen wir dann ein bisschen noch besser analysieren, ob wir das wirklich schaffen können. Weil hier oben ist der höchste Berg von der Coastal Mountain, der ist 4000 Meter und das ist ungefähr 4000 Höhenmeter. Also deswegen sieht diese Gegend aus ein bisschen wie die Himalaya. Nicht, weil es einfach, es ist zwar nicht, natürlich nicht überhaupt nicht so, aber die gehen von Meer weg. Und deswegen hat man unglaubliche Landschaft und so eine Prachtvorstellung. Und wenn wir Zeit haben, das würden wir machen mit den Kajaks, das ist dann viel üblicher wie die erste Woche. Das war auch eine psychologische Sache, dass man, also dass man es so macht, dass man nachher ein bisschen ausruhen kann.
und nicht das Fliegen am Ende. Ein anderer Grund ist, wir sparen uns den Flug. Gut, wir müssen sowieso hinaufgehen, aber nein, wir sparen uns eigentlich keinen Flug, aber wir sparen uns hier. Das Problem ist, wenn wir hier in Zeitnot bekommen, ich weiß, ich habe einen Flieger zu fangen, könnte sein, dass wir unter Druck kommen und dann beginnen Fehler zu machen. Und das wäre nicht gut. Also wir sollen keinen Druck haben, aus der Wildnis rauszukommen, weil wir ein Flugzeug zu schaffen haben. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, na, vielleicht doch besser um die andere Richtung, das so zu machen. Okay, also dann nächste, also ein paar Eindrücke noch. Das ist der Punkt eigentlich der höchsten Überquerung. Das ist, also hier ist auch eine, übrigens, warum diese Route, vielleicht noch eine Sache, es gibt auf 1500 Kilometer zwei Straßen, die über die Berge überqueren. Und es gibt seit 30 Jahren eine Lobbygruppe, die würde gerne eine dritte Straße bauen. Third Crossing Society heißen die. Und die, es kann sein, dass sie uns halt ein bisschen diesen ganzen Lastwagen-Dinge und Sponsorship unterstützen, weil wir ungefähr diese Route gehen würden, wo die diese Straße eben mal bauen möchten. Und zwei Wochen vorher, oder zwei Monate nachher ist die Provincial Elections. Und wenn sie ein paar Bilder von uns haben können, die da rummarschieren, das ist halt auch eine nette Sache für sie, aber auch eine Win-Win-Situation. Und das ist nicht der Grund, also ich zeige euch nachher, also eine der Inspirationen für diese Crossing waren zwei Skifahrer aus Kanada, die sehr gut. Anyway, das sind ein paar Bilder, dass ihr mal ein bisschen sehen könnt. Hier sieht ihr nochmal das andere, also ein bisschen anders. Hier oben, das ist wohl diese auf die Straße, aber das ist Jervis Inlet hier. Genau, ups. Ja, das ist eine typische Autofähre, weil zum Beispiel Powell River ist zwar Festland, aber man kann nur von der Meeresseite hinkommen mit diesen Fähren, weil es halt keine Straße gibt. Deswegen wollen sie eine Straße bauen. Das ist auch Meer, obwohl es aussieht wie ein See. Aber sage ich dann, das bin ich, also der das Bild macht und das ist ein älterer Herr. Das ist auf Savory Island, ja, so eine Insel bei uns. Ja, nur ein. So, wir sagen noch dazu etwas gleich über die Berge und so. Hier ein paar Eindrücke, also zwei Eindrücke. Das eine ist von einem Berglöwe, ein Pepperspray. Also, ich möchte ein bisschen auch, dass ihr versteht, man muss wissen, auf was man sich hier einlassen würde, wenn man mitkommt. Also, es ist auch nicht ganz. Ohne. Es gibt Berglöwen, es gibt Bären, es gibt Schwarzbären, es gibt Grizzlies und es gibt Wölfe. Das ist die Werbung hier für Antwort. Das auch mit der Gemeinschaft. Also, und wir haben immer gescherzt, man muss nicht schneller sein als der Löwe. Also es ist einfach ein Report von einem. Thank you.
nicht ganz so extrem, oder was wir machen, ist nicht ganz so extrem. Was sie gemacht haben, sind zwei Skifahrer, der Kanadier. Und die machen auch eine große Überquerung. Vielleicht kommen wir da ein bisschen drüber. Ja, ich muss hier ein bisschen vor, ich mache das ein bisschen. Ich glaube, das machen wir anders. Was gibt's Zeit geben? Right next to the ocean, they get hammered by the wind and the storms. Wet, misty, unknown, mysterious. They run from Vancouver, 1500 kilometers all the way up the coast to Alaska. Dozen big ice fields all the way up the coast, which are hidden away and it's up at the coast. Can you hear that? I'm good. The storms sort of sweep up there and are pushed up onto these high peaks. They dump all their snow and form these big ice fields. The coastal sides just bathed in lush rainforest, moss hanging off everything. Okay, gut. Ich wollte euch ein bisschen Buschweichen zeigen.
Das ist so die Westküste, so Richtung British Powell River, also wo wir dann Vancouver. Das ist Powell River wieder. Ups. Was Sie jetzt sagen, ist sehr New Age, aber gut. Trotzdem gibt es nicht Eindruck von dies aus. Natürlich super Aufnahmen, nicht, dass man gerne hingehen möchte. Also ist schon schön. Jetzt wollte ich noch kurz zeigen, mal einen Überflug machen über die Reihenfolge.
oben auf den Pfeil runter, dann kann er auf, dann kannst du es neigen, oder? Sie will dir einlassen. So. Das war ja gut, oder? Das war nicht wirklich clean. Das ist, wo wir überqueren müssen. Hier oben, das ist das Teil. Hier oben, das bleibt hier wieder runter. Dann geht dieses Teil durch. Hier ist dann dieses. Das Meer. Und dann auf der anderen Seite hier oben, dieses Bushwhacking ist dieses Teil hier, wo man durch muss. Und dann, wenn wir Zeit haben, könnten wir, also dieser Berg ist auch begehbar im Sommer, der hat zwar einen Gletscher, aber der ist oben. Und dann auf der anderen Seite, hier gibt es dieses, also diesen, sagen wir, Bridge, der Kamm. Den Kamm entlang. Hier gibt es lauter so Seen, wo man auch mal einen Tag campen könnte. Und dann geht es runter und dann haben wir hier eben diese Logging Trails, die wir jetzt machen. Was kann ich denn für Meter sind? Wie bitte? Das ist der Haupt. Auch für den Schüler. Also was sind jetzt die Bedingungen? Ich glaube, was braucht man? Okay, wie gesagt, man muss wissen, was man sich einlässt. Also man muss nicht jetzt der super Bergsteiger sein, aber man muss halt ein bisschen schon, also sagen wir so, ein Problem ist es, wenn nach 3 Tagen jemand sagt, ich muss zurück. Weil da gibt es kein Handy, da gibt es kein. Wir probieren zu meinem Satellitentelefon schon ein bisschen nehmen für alle Fälle. Aber ein Hubschrauber jemand rauszuholen, das wird dann kostet bis nach 2200 Dollar pro Stunde. Also das könnte da nicht sein, wo und außerdem darf man auch, wenn jemand das Rest von Charts danach jemanden zurücklassen. Man muss hier für diesen Menschen bleiben, weil die Tiere noch da sind. Und wir machen schon Vorkehrungen mit dem Pepperspray mit und mit dem wahrscheinlich 2 Gewehren mit. Also, wenn Leute mich jetzt fragen, ich tue lieber auf die Bremse treten und sage, überlegst du es gut.
nicht, weil man muss, macht es auch in Eigenverantwortung, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen niemanden, der minderjährig ist, mit, weil es muss halt wirklich eine Eigenverantwortung sein. Ne? Ich glaube, es kann natürlich eine tolle Erfahrung sein, gerade aus diesen drei Aspekten, das du erwähnt hast, für die Gemeinschaft, für unser persönliches Wachstum, für die Lebens mit Gott, außerdem ist es tolles Naturerlebnis. Aber man braucht ein bisschen Kondition und also wahrscheinlich gibt es den einen Berg, wo wir echt, wahrscheinlich müssen wir also auch Seile mitnehmen und eine Seilschaft machen bei dem einen Berg. Und wie schwer ist es für Tragen? Wie bitte? Wie schwer ist es für Tragen? Schwer ist was? Wie schwer ist das Gepäck, das wir dann tragen? Ja, der will noch aus der Linie. Alles, was ich sagen muss. Liebe, Liebe. Ja, jetzt auch. Ich meine, es war auch ursprünglich Überlegung, macht man eine Skitour draußen, gehen zu den Eisfeldern, aber ich würde das ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen so wirklich zu riskant und man muss sich wirklich auskennen, weil es sind alles Gletscher und man muss die Gletscher spalten und niemand, niemand dort ist im Sommer überhaupt und so. Also, wir haben keinen Ski mit, das ist schon mal ein Vorteil. Das ist nicht ganz, ganz so schwer. Was muss man mittragen? Das Essen, seine Sachen, seine Klamotten? Das Essen will ich ja. Das Essen will ich nicht abholen. Nee, ich will ja nicht ab. Und vor allem auch deswegen, also auch später mit dem Fisch. Und wenn jemand ein Fischen-License kaufen möchte und fischen möchte, kann man das mal machen. Aber sich darauf zu verlassen, dass man wirklich was fängt. Da kann ich mal aus Erfahrung sprechen. Wir haben bei jeder Reise einen Schnurrkopf angeschnürt und haken. Und wir haben, was nicht so, um die 5 Reisen gemacht. Und bis jetzt haben wir 0 Fische gefangen. Das kann man spielen in Finnland, geht es immer gut. Es gibt auch, es gibt den 2 kanadische Freunde, die uns begleiten werden. Von mir. Und die nehmen Machetes mit, wenn man zu großer Schwerte bringt, dass man durch den Busch kommt. Kann man sich ein bisschen abwechseln, wie er den Weg schneidet sozusagen. Alles von Anfang an nicht gesagt, oder gibt es irgendwas, wo man was lassen kann, wo wir noch einmal hinkommen? Theoretisch. Nach der ersten Woche kann man nur etwas hinterlassen. Okay, das ist die erste Woche, wo man alles. Und wenn wir nach Paul River ankommen, können wir dort Sachen lassen. Dort gibt es dann auch mal durchführen, was Gutes. Nach der ersten Anstrengung der Woche. Nach der ersten Anstrengung. Ja, man muss halt echt Blut packen. Ich bin diesen Jakobsweg schon gegangen und man spürt jeden Kilo. Man kann natürlich. Ja. Also, was das ein Gott angeht, man kann sich auch überlegen, ob man dort in Squamish noch, das kann man, das ist so ein Bergsteigerparadies, ein Kletterparadies, da kriegt man alles, was man für Bergsteigen braucht. Also, das könnte man auch zum Not. Nur wir kommen hin an einem, ich glaube, es ist am Samstag. Samstag, dann eigentlich morgens vorher. Oder man kann es halt bitten, dass jemand es dort drüben für uns besorgt, derjenige, also mein Freund, der uns dort treffen wird. Ich zum Beispiel Seile würde ich nicht mitnehmen, aus Österreich. Wahrscheinlich. Ja, bis zu dem was brauchen, kann man sehen. Also, das sehen wir schon an. Im Flug ist weniger, da bin ich vom Biber sein. Doch, ich brauche jetzt auch schon begleitet. Also, wenn ich so was. Ja, du hast halt ein Minimum an Gepäck. Aber vielleicht möchtest du das. Das ist mir ganz sicher, oder? Ja, so wollen wir gar nicht bieten. Ja, gut. Nächste Sache ist, wir müssen die Kajaks jetzt vorbestellen, weil es ist Canada Week. Weekend ist die Hochsaison. Das heißt, und außerdem ist mir gut, weil die Flüge überhaupt mehr oder weniger wissen, wie genau wie viele Leute das sind. Ich möchte auch nicht wahnsinnig viel mehr als 10 Leute mitnehmen, ehrlich zu sagen. Weil aus verschiedenen Gründen, es wird dann teuer mit den Kajaks, mit Übersichten, mit der Gruppe, es wird schwierig. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, also nicht diesen Sonntag, sondern bis nächsten Sonntag, werden wir dann definitiv die Entscheidung haben. Vom 1. bis 17. ist fix. Also ich brauche nur so ein bisschen im Urlaub. Also vom 1. bis 17. Juli versteht. Weiß nicht, was wenn
20 Leute in diesem Raum alle sagen, nee, das geht gar nicht, wir können erst mit 4 anfangen. Ist es halt von den Geflügen, von den Kosten, das günstigste. Was macht er jetzt? Ich weiß nicht, wie es bei der anderen ausschaut. Ich glaube, es gab ein paar. Die Geflügelseite buchen Sie auch alles, oder? Ja. Bitte? Also die Geflügel, das machen auch Sie, oder das muss man selber machen? Das mit den Flügen machen Sie, oder muss man das selber machen? Ich würde euch vorschlagen, sobald wir, also erstmal brauche ich irgendwie Zusagen, wer jetzt wirklich mitkommen möchte, und dann, wir müssen dann halt letztendlich auch ein bisschen eine Auswahl, zum Beispiel jetzt 20 Leute sich anmelden, dann müssen wir halt nochmal die Gespräche führen und überlegen halt, okay, wer traut sich das zu, und dann, sobald wir entschieden haben, wer jetzt mitkommt, dann würde ich sagen, dann schaust du nach den Flügen und an dem Tag, und dann müssen wir halt schauen, dass wir, ja, ich meine, wenn es irgendwie geht, möchte ich versuchen, dass wir nicht zu viele Umsteigungsdings machen müssen, sonst kommen wir sehr spät am 1. an und dann wird es halt mühsam mit dem Quartier und alles von und dran, für die 100 Euro mehr jetzt, weiß ich, einmal nach Frankfurt und von Frankfurt dann direkt nach Vancouver, das wäre am liebsten, sind wir um 1 Uhr in Vancouver, dann haben wir Zeit. Aber das müssen wir dann konkret sehen, wenn jetzt jemand wirklich sagt, okay, ich möchte mitkommen, dann melden wir mir und dann sehen wir. Okay, ist es? Wie gefährlich sind die Bären wirklich? Wie gefährlich sind die Bären? Tödlich. Es gibt zwei Arten von Bären, Grizzlies und von Schwarzbären. Schauen wir mal Videos auf YouTube von Bärenattacken, da siehst du genügend. Man muss halt sagen, wie soll ich sagen, es ist halt. Es ist eine Wirklichkeit, mit der man da drüben mitlebt. Die Leute gehen mit Mountainbikes trotzdem durch die Wildnis und dann ab und zu ist halt dann, da sieht man was. Aber natürlich sind die Bären, besonders die Grizzlies, und wir sind halt wirklich in der Backcountry, wir sind in der Mitte von nirgendwo. Also die Grizzlies und die Löwen sind halt das Gefährlichste eigentlich, weil die Grizzlies tendieren, die sind sehr groß, die können, wenn sie aufstehen, bis 4 Meter hoch reichen. Die sind echt groß. Die sind auch schnell. Was? Und die sind schnell. Aggressiv. Die sind schon schnell. Die sind schnell. Die können so schnell rennen wie Rennpferde. Also Wahnsinn. Es gibt eine Legende, dass sie angeblich nicht bergab, sie beginnen Purzelbaum zu machen, aber das stimmt nicht. Also die sind sehr agil und. Aber es gibt gewisse, also wenn wir diejenigen, die mitgehen würden, würden eine Erklärung bekommen, also es gibt. Wie reagiert man auf den Bär, wie reagiert man auf den Berglöwe, was macht man? Genau, also Sicherheitsvorkehrungen. Also, wie sage ich, deswegen sage ich. Aber bei uns zum Beispiel, ich war jetzt mit meiner, als ich zu Hause war, meine über fast 70-jährige Mama in den Wald und wir sind durch den Wald gegangen, wo auf jeder Seite das Gestrüpp so groß war und wir sind durchgegangen. Und nachher sagt meine Mama, ja, weißt du, jetzt hat mir ein Freund erzählt, der war hier und der ist durchgegangen und der hat sich umgedreht und es waren zwei Berglöwen hinter ihm. Weil die attackieren von hinten. Und er hat sein Gewehr dabei gehabt, ganz lang. Und er hat eine geschossen, alles weggekommen. Und ich habe gesagt, oh, du sagst mir jetzt, wir sind gerade da durch. Aber man lebt halt damit. Also es ist eigentlich ziemlich selten, dass eine Attacke stattfindet. Aber die passieren halt. Also es sind halt immer wieder jedes Jahr ein paar Leute, die halt umkommen. Aber es passieren viel mehr Autounfälle. Mit Flugzeug und Fliegen ist es gefährlicher, oder? Ja, es ist ja nicht, dass du, wenn du einen Bär siehst, dass es sofort umgeht. Zum Beispiel unsere Stadt, wir hatten eine Frage letztes Jahr von 140 Schwarzbären, die in der Stadt unterwegs waren. Und man sieht sie halt und wenn nicht gerade zwischen denen und den kleinen Babys kommt, dann sind sie auch nicht. Also man ist respektvoll von einem Bär, aber ja, und die Löwen, die sind halt viel rarer. Man muss halt. Wichtig ist, dass wir eine Gruppe sind. Also man geht jetzt nicht alleine jetzt mal eine halbe Stunde alleine irgendwo. Das ist nicht zu beachten. Man bleibt in der Gruppe. Der Berglöwe zum Beispiel attackiert lieber, was er halt einfach erledigen kann. Und deswegen, wenn man alleine ist, ist man halt. Aber in der Gruppe tun sie sich eh zweimal bewegen, wo das geht. Zum Beispiel, was wir da gesehen haben, das war ein einsamer Jogger durch die Wildnis. Also perfekt.
andere Frage wäre für mich, wie viele Tage wir unaccessible for four-wheel drives oder so sind. Also wenn irgendwas, keine Ahnung, wenn jemand schwerer erkrankt oder so oder in den Notfall ist oder sowas, wie ist es da? Also die eine Strecke, wo es keine Straßen gibt, das ist die Überquerung, das ist eine Woche. Eine ganze Woche. Also das sind Logging Trails, alte, die seit 50 Jahren benutzt werden teilweise. Ja. Deswegen, also wir brauchen unbedingt ein Satellitentelefon, ja, für den Fall, dass man mit dem Hubschrauber jemanden rausfliegen muss. Okay. Ja. Weil das ist, da geht's los, ne? Bis zu dem Punkt weiß ich noch nicht viel. Das heißt, Schuhe müssen sitzen, ja, fit genug muss man sein. Hat jemand mal auf die Seite geschaut von den Leuten? Also diese genaue Strecke hat man versucht zweimal zu machen. Das hört sich jetzt so, wow, zweimal eine Geschichte hat man das gemacht. Aber ist, wie gesagt, es sind 1500 Kilometer, kann ja irgendwo gehen. Das heißt, diese Strecke wurde nur zweimal besucht. Und das war erste Mal 1970. Das ist gescheitert, okay. 1975, ja. Weil das die Ausbilder... Das klingt nach einer Expedition. Sind alle gefressen worden? Genau. Die Bärenpopulation hat sich noch nie gemacht in dem Jahr. So viel Ärger. Das war der Tobias aus den 70er Jahren, ganz so lustig. 1970. Das war mir. Oh mein Gott. Die Abenteuer. Aus dem Bauten. Und die hat es nicht geschafft, oder? Die sind halt immer weniger auf die Ja, also man muss auch sagen, also die damals waren die, also auf der Seite, wo sie angefangen haben, die lauten Skormisch einfach mit ihr anfangen würden, da waren die Forststraßen nicht so weit. Das heißt, sie mussten viel weiter gehen als wir. Ohne. Und sie mussten einmal diesen Schluss halt überqueren, das müssen wir nicht machen. Und wir hätten Proviant für eine Woche mit. Der eine müsste ja sagen. Wir müssen, ja, stimmt, stimmt. Sonst wird was abgekauft. Ich gehe Krog. Salz, Pepper? Ehrlich gesagt, ich glaube, wir können es in 4 Tagen schaffen. Ich glaube, wir können es in 4 Tagen schaffen. Aber also, das wäre ein bisschen ein Problem. Man muss halt jetzt die Kajaks reservieren. Und wenn wir ein bisschen Zeit haben, wie gesagt, dann können wir noch einen Berg hinauf oder diesen See noch ein bisschen. Wie? Aber das müssen wir selber tragen, oder? Wie? Das müssen wir schon selber tragen. Also es ist 5 Tage Proviant, das ist schon einig. 2 Tage ist schon genug. Das war nämlich auch ein Überlegen, wenn die andere Richtung gehen, das ist etwas runter, dass man so. Aber es wäre, jede hätte noch ein 10 Kilo Kajak mit erschöpfen müssen. Und das Problem ist, ich habe diesen Fluss ist nochmal ein bisschen besser recherchiert, der ist halt Class 5 Kajak, also ist halt echt, also da muss man echt Erfahrung haben. Selte mit Bubble, würde ich sagen. Selte ist wirklich. Aber gut, wenn es zwei, nicht jeder muss jetzt selten gehen. Ja, dann kann man von 15 bis 20 Kilo reden vom Gepäck. Circa. Also in der großen Leute. Ja. Ich glaube auch. Außer wahrscheinlich. Ja, mit Föhn und zwar anders. Mit Föhn. Ja, sag ich mal Föhn. Mit Föhn. Dann ist auch ein bisschen weg von dem Mädchen wahrscheinlich. Aber Zelte brauchen wir unbedingt. Warum? Weil es wird regnen, wahrscheinlich. Eines ist, man weiß nicht, wie das Wetter sein wird. Und zweitens wegen den Bären. Ist das Batterienschutz? Ja, genau, das ist Schon, weil du hast ein bisschen Zeit. Also, wird das geschnuppert?
super, sie hat vielleicht am Zelt vorbei. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen mir angenehmer, als wenn dein Gesicht unterschreibt. Wenn Herrn Wolf kommt, glaubt er nicht nach. Das ist doch dramatisch. Gerne mich fragen und Dominik fragen.